Als unsere Welt beinahe aufgebraucht war, schufen die Weltmächte die World Space Agency, um jenseits der Erde Antworten zu finden. Diese Antwort lautete Helium-3. Das energiereiche Isotop wurde auf dem Mond im Überfluss entdeckt. Damit würde die Menschheit ihren Energiebedarf auf Jahrzehnte decken können. Im Jahr 2032 wurde der Mond kolonisiert. Unter Anleitung des Lunarrats konstruierte die WSA mehrere Siedlungen zur Helium-3-Ernte und Verarbeitung. Ein revolutionäres Energienetzwerk übertrug diese Energie zur Erde. Der Mikrowellen-Energietransmitter oder MPT. Für eine Weile schien alles gut. Doch eines Nachts im Jahr 2054 gingen die Lichter auf. Freunde und Familien der vermissten Mondkolonisten haben sich heute auf der ganzen Welt versammelt in Gedenken des MPT-Blackouts 2054, der zu weltweiten Stromausfällen und dem Kontaktverlust zur Mondkolonie führte. Der Blackout war Anlass zu weltweiten Unruhen und führte ein Jahr später zur Schließung der World Space Agency. In weiteren Nachrichten, der größte Staubsturm seit Beginn der Aufzeichnungen hat Klimatologen zu Neubewertungen ihrer Modelle zur Wachstumsrate der Äquatorwüste veranlasst. Unter Einbeziehung des neuesten Sturms könnte die Wüste bald auf 30% der globalen Landmasse anwachsen. Mehrere Regierungen kündigten trotz wirtschaftlicher Probleme Unterstützung für Flüchtende an. Der Staubsturm wird voraussichtlich am späten Nachmittag bewohnte Gebiete zwischen 49 und 50 Grad nördlicher Breite erreichen, sowie die frühere MPT-Bodenstation der World Space Agency in der Atyrau-Wüste passieren. Für die betroffenen Gebiete bestehen behördliche Evakuierungsanordnungen. Länder nördlich der Äquatorwüste können sich in den kommenden Tagen auf milde 46 Grad Celsius einstellen. Hier ist World News One am 16. September 2059. Ich bin Nicole Page und wünsche Ihnen einen sicheren, guten Tag. Fortuna, sind Sie da? Wir sind bereit zum Missionsstart. Bitte kommen. Bodenkontrolle an Fortuna One. Hier ist Claire. Bitte Funkkontakt bestätigen. Funkkontakt bestätigt. Gehen Sie zur Startplattform und bereiten Sie die Rakete für den Start vor. Wir müssen vor dem Staubsturm abheben. Vier Jahre haben wir gebraucht, bis sie startklar war. Aber Sie müssen sich beeilen. In ein paar Stunden kommt der Staubsturm. Wir
Wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist die Fortuna-Mission gescheitert. Endgültig. Sie sind auf dem Weg zur Anlage. Das Kontrollzentrum ist auf der obersten Etage. Dort können Sie die Rakete zum Start vorbereiten. Seit der letzten Mikrowellenenergieübertragung der Mondkolonie sind 5 Jahre vergangen. Erst glaubte niemand, dass man vom Mond Energie an die Erde übertragen könnte. Aber die WSA hat es den Skeptikern gezeigt. Sie werden das auch tun, wenn sie den MPT wieder in Gang bringen.
Das Gebäude gehörte mal zur WSA. Jetzt nennen wir es seit Jahren unser Zuhause. Ich kann nicht glauben, dass wir es bald endgültig verlassen. Nachdem dieser Sturm hier durch ist, wird die ganze Region bald zur Wüste gehören.
drei plausible Gründe für den MPT-Blackout ermittelt. Erstens, der Transmitter der Pearson-Raumstation... Claire, da bist du ja. Komm schon, wir feiern drüben. Alle suchen schon nach dir. Ich muss mir das nochmal ansehen, Maria. Wir haben es uns angesehen. Mehrfach. Wir haben alles. Komm schon. Es ist Zeit für die Party. Wird nicht lange dauern. Bin gleich da. Ach, eine echte Johansson. Wenn er sich zu was entschlossen hatte, konnte ich ihn auch nie davon abbringen. Du bist genauso stur wie dein Vater. Wahrscheinlich das Einzige, was uns verbindet. Warum hat er nur die MPT-Verbindung nicht wiederhergestellt? Er hat das Mistding erfunden. Und jetzt sind wir dran. Niemand anders versucht es. Wenn wir versagen... Du weißt, was ich dir gesagt habe. Wenn es machbar ist, machen wir es. Darauf konzentrieren wir uns. Geh deine Notizen durch und dann komm zu uns. Okay. Gründe des Blackouts. Zweite Möglichkeit, einer der Netzwerkpfeiler. Sie sind im Kontrollzentrum. Bereiten Sie die Rakete so schnell es geht auf den Start vor. Eintreffzeitpunkt des Sturms. Claire, wir haben ein Problem. Der Sturm nähert sich schneller als erwartet. Viel schneller. Uns läuft die Zeit davon. Weiter, Fortuna. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt aufzugeben.